können wir denn hier lassen? Das können wir wegschmeißen. Den tragen wir nicht auf den Kopf. Von dem werden wir noch genug finden. Spitzhacke. Mann! Was haben wir denn noch? Eigentlich nichts wirklich Wichtiges. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt die Kronke den ganzen Folgen übers Meer tuckern will. Da werden wir ja elendig verrecken, weil wir kein Fressen haben. Ich stehe hier schon seit mindestens anderthalb oder zwei Folgen nur rum. So, was machen wir? Was machen wir? Am besten würde ich sagen, erst einmal wieder auf die Bäume drauf. Und dort drüben noch etwas abgebaut. Das war die Werkbank. Und die zwei Holzblöcke. Passen natürlich nicht mehr ins Inventar. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Aua! Wir haben doch so wenig Essen! Noch nicht zu viel sprinten. Da legen wir uns wieder auf die Fresse. Was es in Minecraft noch geben müsste, den Regenschirm. Okay, der hätte jetzt keinen großen Nutzen. Der Regen würde deshalb nicht aufhören, aber trotzdem wäre ein nettes Gimmick. Diese Pflanzen, die haben keinen Namen. Die sind wahrscheinlich nicht als Item zu bekommen. Elfenspiegel, Aromatica, Scarlet. Okay, was haben wir denn da? Roten Farbstoff und Herstellung von Hängepflanzen. Okay. Wir sehen dort hinten die Sonne wahrscheinlich, wie sie gerade untergeht. Das heißt, gleich ist wieder Nacht. Gleich kommen wieder die Nachbarn. So, was haben wir hier? Giftig. Was können wir denn wegschmeißen? Knochen werden wir noch zu Genüge finden. Nein, nein, nein. Ich will den Ofen haben. So. Was wir zumindest noch machen werden, hier für Ordnung sorgen und den Baum abbauen. Na komm. Für die Sessige sind jetzt erst einmal egal. Wir suchen noch die perfekte Bleibe. Vielleicht haben wir Glück und finden auch irgendwo ein Haus. Gronkh hatte das Glück ja schon in seinen ganzen Folgen. Ich beneide ihn nicht drum, aber das sieht man mal, was diese Welt alles für Überraschungen bereithält. Ich dachte, da war gerade ein Loch. Okay. Und wir haben ja noch... Na komm, da müssen wir alles verbasteln. Okay. Das erleichtert die Orientierung doch deutlich. Okay. Wir gehen weiter hier lang. Finden noch ein paar Pilze. Müssen wir kurz gucken. Farbstoff haben wir nicht. Ist das Buschorchidee und Duftfarm? Mhm. Kann man sich Parfüme machen? Kölnisch Wasser. Okay, ja, hätten wir einen Fluss. Da waren wir vorhin schon. Dass ich das jetzt nur wegen der Dunkelheit nicht erkenne. So, sanft gelandet. In Wirklichkeit hätten wir uns garantiert was getan. Das war aber nämlich nicht gerade tief. Wo?
Irgendwann muss auch mal ein neues Biom kommen. Nein, 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 nein. Vian ab, Vian ab. Scheiß auf Hunger. Au! Ich verschwinde doch schon. Nein. Nein. Hier lang, hier lang. Wir hätten uns wohl erstmal eine Höhle bauen sollen und diesen Regen abwarten. Puh. Halleluja. Wir haben noch gegrillte Pilze. Nicht viel. Der Regen ist so laut, ich höre noch nicht mal die Minecraft-Musik. Ja, sie läuft noch. Vielleicht muss ich das nächste Mal die Musik etwas lauter stellen. Wir haben hier zwar Optifine drauf, aber ich... Oh, nein! 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 Hau hier ab! Wie lange dauert denn noch der verdammte Regen? Garantiert wird es gleich aufhören mit Regen und wir haben Nacht. Wo gehen wir denn mal lang, ohne riskieren zu wollen, drauf zu gehen? Okay. Ich gehe mit einem Schlag tot. Wo haben wir gerade schon? Ach, mit einer Goldschaufel. Ja. Warum denn nicht? Oh, eine Spinne. Oh, heiliger Bambino. Ich glaube, wir können doch erstmal wieder zum Strand zurück, von wo wir gekommen sind. Na klar, zwei Skelette. Ich verhungere. Und gleich bin ich tot. Nein! Mich am Arsch, leck mich am Arsch. Da hinten stehen sie noch. Scheiß drauf. Einbauen. Oh. Das ist ja ein schöner Start für das Projekt. Ich will die nicht unbedingt essen. Will ich lieber anbauen. Mann. Wenigstens können wir so aus den Säften noch ein bisschen mehr rausholen. Ach, Candleberry. Wofür wird das denn genutzt? Für Wachs. Wo wird auch mal Wachs? Ach, natürlich für Kerzen. Und für Hardened Leather. Aha. Ach, man kann sich ja, glaube ich, Rucksäcke bauen. Lederrüstungen. Okay. Gut zu wissen. So, erstmal was fressen hier. So, wir haben noch Pilze. Haben wir noch rote? Ja, wir haben zumindest noch etwas, um den Hunger zu stillen. Wohlgenährt. Okay, kleiner Grafikbug hier oben. Warum auch immer. Okay, kurz tauschen. Ja. Die letzte Suppe hatte noch anderthalb Keulen wiederhergestellt. Hier unten ging immer nichts ein. So. Ist der mittlerweile Tag? Nein, es ist nochmal Nacht. Und der Regen hat noch immer nicht aufgehört. Das gibt's doch nicht. Mann, das kann wirklich nicht wahr sein, dass wir hier so lange festsitzen. Ah, wir sind jetzt schon wieder... Entschuldigung. Da kann man wieder um das hoch. Na, komm, gehen wir raus. Schon hört's auf.
Und wir sehen, die Nacht ist dabei zu Ende zu gehen. Da hinten haben wir ein Skelett. Und hier ein Bogen, okay. Damit können wir uns zumindest etwas besser verteidigen. Ja. Natürlich kommen sie aus dem Wasser. Von wo denn auch nicht? Von wo denn auch nicht? Von wo denn auch sonst? So. Würde ich mal sagen. Abbauen. Willst du mich verarschen? Ist denn noch dieser lokale Schwierigkeitsgrad aktiv? Und gab es den in der 1.7.10 Version noch nicht? Hunger 16, Saturation 0, Exhausted. Aha, das zeigt das also auch an. Aber ich sehe hier nirgends was von der lokalen Schwierigkeit. Das heißt, es werden erst einmal nicht mehr Zombies kommen. Wie schnell die einen doch sehen, das ist doch zum Kotzen. Kann man nur hoffen, dass hier oben nicht noch wieder einer steht. Da haben wir schon einen von den Kollegen. Ja, daneben. Zielwasser wäre wirklich hilfreich für dich, Junge. Nein. Nicht noch einer. Der eine am Strand hat uns aber schon gereicht. Und hier haben wir Lava. Kohle. Jetzt müssen wir rennen, rennen, rennen! Renn, Schampe! Ja, Hunger aufbauen. Sind wir wieder im verdammten Birkenwald. Haben wir zumindest noch. Ja, prima. Sachen, die wir nicht aufheben können. Was schmeißen wir denn weg? Ich schmeiß jetzt mal nichts weg. Wir nehmen. Wir stecken das. Und da beginnt schon das erste Lied von Kevin MacLeod. Ja, das darf ich in Folge 3 und 4 dann mal erwähnen. Aber das macht ja nichts. Wobei ich sagen muss, ich habe alle Titel, die es auf seiner Website gibt, mal runtergeladen. Und ja, 1200. Lieder jetzt noch durchhören. Ne, das machen wir nicht. 1200 Lieder durchhören und einsortieren in bestimmte Kategorien. Das, meine Freunde, dauert lange. Sehr, sehr lange. Okay, damit haben wir das. Das wollen wir nicht. Und ich finde, dieser Song passt doch wirklich gut. Was meint ihr denn? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ja, so bin ich jetzt nicht unbedingt. Schmetterlingslieder, okay, ein paar Kürbisse. Damit hätten wir schon ein paar für Samen für unseren späteren kleinen Bauernhof. Oder für unsere erste kleine Hütte. Wir können nicht rennen, weil wir zu wenig Sättigung haben. Ein Pilz hätten wir noch. Die Hungry-Version von dem Modpack ist anscheinend doch härter als gedacht. Aber wir werden das durchziehen. Nein, wir werden jetzt nicht mehr rennen. Wir werden uns jetzt erstmal ein kleines Hütchen bauen, wenn wir denn eine gute Location finden. Das Orientieren in Minecraft ist aufgrund der Blöcke noch einfach. Man sieht, geht man jetzt im 45. Au, au, au. Da sind wir. Oh, 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 oh. Au, ah. Wo rennen wir denn durch? Ganz so schwer ist es nicht gewesen. Okay. Das hier sieht ja nicht schlecht aus. Wartet mal.